Meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön, dass Sie alle voller Begeisterung aus dem Urlaub zu meiner Sondersitzung gekommen sind. Denn Sie zeigen damit voll auch Ihre Begeisterung für unsere Bundeswehr, die mir sehr deutlich am Herzen liegt. Ich habe vor kurzem ebenfalls sehr deutlich gesagt, dass ich mich mit voller Kraft um meine Partei, die CDU, kümmern möchte und deshalb nicht in ein Regierungsamt wechseln werde. Es war damals allerdings auch nicht frei. Jetzt kümmere ich mich zusätzlich mit ebenfalls voller Kraft um die Bundeswehr. Und diese doppelte Kraft nehme ich daher, dass mir beide Aufgaben am Herzen liegen. Es ist diese Kraft zweier Herzen, die mir die notwendige Doppelkraft gibt für die doppelten Aufgaben, die vor uns liegen geblieben sind. Dazu gehört für mich die Beschaffung, das heißt bestes Gerät, beste individuelle Ausrüstung der Soldaten und beste Ministerin. Das erfordert der Respekt für die Bundeswehr und für den Frieden, der nicht selbstverständlich ist. Denn die Welt verändert sich in diesen Zeiten, für die wir Verantwortung tragen. Sie merken, es ist keine Zeit für Floskeln, sondern für die Lösung, bei der wir immer wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen. Jetzt müssen wir aber auch für genügend Stühle sorgen. Deshalb halte ich am 2% Etatziel fest und 1,5% bis 2024. Diese 3,5% müssen aber schneller und sichtbarer fließen. Jeden Tag sollen die Soldaten sehen, ja, auch die Bundeswehr selbst soll wieder mehr sichtbar werden. Deshalb schlage ich vor, dass öffentliche Gelöbnisse zum Geburtstag der Bundeswehr im November stattfinden, in allen Bundesländern gleichzeitig. Nun ist die Frage, haben wir dafür genügend Soldaten oder sind sie dann als Bodentruppe in Syrien? Wo können wir Uniformen leihen? Kann man die Gorch Fock bis dahin zu einem Flugzeugträger ertüchtigen? Und bleibt dann auch nachhaltig mehr Militär sichtbar in den Straßen? Diesen Fragen werde ich mich mit aller Energie widmen. Deshalb mein sofortiger Besuch bei einer entsprechenden Truppeneinheit, denn ich habe viel über die Bundeswehr gehört und wollte mir das ganz schnell vor Ort mal anschauen. Rührt euch!